anfahren bei Schnee und Glatteis. Ganz einfach, ganz langsam mit der Kupplung, ganz langsam mit dem Gas und ganz feinfühlig. Wenn man spürt, dass die Räder durchdrehen, noch sensibler reagieren, noch feiner, wenn man nicht die neueste Technik hat. Mit neuer Technik, ASR, Antriebsschlupfregelung, ist es einfach loszufahren. Ich kann ganz normal losfahren wie im Sommer, denn die Räder fangen sich sofort wieder. So wie jetzt, es blinkt kurz auf und jetzt fängt er sich wieder und fährt ganz normal weiter. Kurvenfahren bei Schnee und Eis, sehr vorausschauend fahren, immer den Blick weit nach vorne. Wenn das Auto anfangen sollte zu rutschen, einfach ein bisschen vom Gas weggehen. In der Regel fängt sich das Auto wieder, wenn alle Stricke reißen, voll in die Bremse und lieber stehen bleiben.